Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es passt wirklich gar nicht zu mir, dass ich ein Video filme, ohne vorher irgendwie einen Plan zu haben, über was ich eigentlich reden möchte. Aber genau heute ist das der Fall. Und zwar habe ich gemerkt, oder weiß ich auch aus Erfahrung aus den letzten Jahren, dass jetzt so im Dezember, Januar, wieder die Zeit kommt, in denen ganz viele YouTuber, YouTuberinnen und InfluencerInnen und so weiter ihre Ziele teilen, ihre erreichten Ziele teilen, ihre Vorsätze für das nächste Jahr teilen und ganz motiviert sind, das Jahr abzuschließen, ein neues Jahr zu beginnen und wieder mit voller Motivation reinzustarten. Und ich bin auch so eine Person. Ich habe auch letztes Jahr Vlogmas gemacht und habe euch mal mitgenommen bei meinen ganzen neuen Zielsetzungen, mit meinem Vision Board und so weiter. Und mir ist dieses Jahr irgendwie so ein bisschen die Motivation und der Spaß ausgeblieben bei diesem Thema. Ich weiß nicht warum, mittlerweile ist der 12. Dezember, also schon die Mitte des Dezembers fast. Und irgendwie bin ich noch nicht in dieser Stimmung, dass ich mir so denke, ich habe irgendwie gerade voll Bock, mein Leben in die Hand zu nehmen und zu reflektieren und zu planen und so. Und heute möchte ich einfach einen kleinen Reality-Check geben und euch zeigen und sagen, dass auf Social Media nicht alles immer so ist, wie es scheint. Denn ich kriege öfter mal Nachrichten bei Instagram und Leute schreiben mir, wie perfekt mein Leben sei und dass sie mich so beneiden würden. Und es tut mir dann immer wirklich leid, weil ich das Gefühl, ich kenne das Gefühl, ich weiß ja auch, ich bin selbst Konsumentin bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube und denke dann irgendwie, dass das Leben von anderen Menschen so perfekt wäre und dass sie irgendwie so ein richtig cooles Leben haben und alles so super cool ist. Und ich finde es auch erstmal nicht schlimm, wenn jemand so sein Leben zeigt. Das finde ich ganz natürlich, dass jemand natürlich irgendwie auch sein bestes Ich dann im Internet präsentieren möchte und nicht gerade über schlechte Dinge reden möchte. Das ist logisch, ich verstehe das. Und auch wenn ich das weiß, ich bin ja auch selbst Produzentin und produziere auch diesen Content und trotzdem, also obwohl ich weiß, dass es nicht immer die Realität ist, habe ich trotzdem negative Gefühle, wenn ich eine lange Zeit zum Beispiel bei Social Media bin oder so. Und deswegen ist dieses Video hier dazu da, euch zu zeigen und zu sagen, es ist nicht immer alles so, wie es scheint und es ist auch okay, wenn man vielleicht mal nicht motiviert ist, nicht produktiv ist, keinen Bock hat, irgendwie jetzt mal sein Leben in die Hand zu nehmen oder irgendwie auch jetzt dieser Neujahrszeit nicht so motiviert ist, vielleicht in das neue Jahr zu starten. Wie es bei mir gerade irgendwie so ein bisschen der Fall ist, keine Ahnung warum, irgendwie habe ich einfach das Gefühl nicht, so wie ich das letztes Jahr oder Jahre davor immer hatte und das ist auch okay, dann ist es halt so. Ja, es kam auch diese Woche am Donnerstag kein Video online. Ich hatte Zeit gehabt, ich hatte irgendwie nicht so die Kraft und die Energie dazu und deswegen habe ich es auch nicht gemacht, ein Video hochgeladen. Was mir sehr leid tut, auf jeden Fall, also nochmal Entschuldigung dafür. Es war einfach so, dass, ich weiß, ich hatte irgendwie keine Energie dazu, ich hatte auch keine Idee für ein Video oder so eine gute umsetzbare Idee. Und deswegen, ja, kam diesen Donnerstag einfach kein Video online. Ja, ich habe momentan auch sehr viel Schulstress, to be honest. Und ich bin ja auch so eine ehrgeizige Person, die sich dann immer so viel Druck macht und denkt, oh mein Gott, das muss jetzt wirklich perfekt werden. Und ich hoffe, oder ich bin eigentlich ganz froh, dass ich schon meinen Druck dem gegenüber so ein bisschen verringert habe und mittlerweile nicht mehr ganz so perfektionistisch und ehrgeizig bin, wie ich es doch die Jahre zuvor war. Aber gerade dadurch, dass ich halt jetzt wirklich mit dem Abitur anfange und jetzt gerade in der Oberstufe bin, in der Q1 bin, habe ich schon so ein bisschen Druck und denke mir so, okay, ich muss das wirklich durchhasseln, damit ich mein Abi gut schaffe. Und das ist auch voll gut, also das ist keine schlechte Sache. Ich mag das an mir selbst sehr. Eine Sache, die ich an mir persönlich am meisten schätze, ist auch mit mein Ehrgeiz, meine Disziplin und meine Willenskraft. Dennoch denke ich schon, dass man immer eine gute Balance finden soll, eine gute Work-Life oder Work- oder School-Life-Balance oder so. Und sich vielleicht mal fragt, was sind meine Ziele? Was ist mein Ziel? Mir persönlich ist es nämlich immer so, dass ich auch oft in meinen Videos sage, dass was mich motiviert anzufangen, meine Ziele sind. Also wenn ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf habe zu lernen, dann denke ich immer an meine Ziele. Warum lerne ich jetzt eigentlich? Wofür ist das eigentlich? Und das motiviert mich dann. Bei mir ist es wirklich so, dass ich für meine Ziele auch wirklich arbeiten muss. Und deswegen arbeite ich dann auch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt, die ein Ziel haben, was sie auch schaffen würden, wenn sie vielleicht ihre Prioritäten anders setzen würden. Es gab nämlich, habe ich das Buch gerade hier, in diesem Buch hier, ich glaube, das war aber die andere Variante, das war das erste Buch, das ist Der kleine Buddha. Und in dem ersten Teil, Der kleine Buddha und die Sache mit dem Glück oder so, also meine Lieblingsbücher, da ist so eine kleine Anekdote drin von dem kleinen Buddha, das ist einfach der Protagonist in dem Buch. Der macht eine Weltreise, okay, Weltreise übertrieben, eine Reise einfach, und trifft verschiedene Menschen, unter anderem auch eine Bäckerin. Also erstmal, ich habe das Buch vor einer langen Zeit gelesen, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich sage es mal so, wie ich es noch erinnere. Ihr könnt da gerne mal selbst nachgucken in dem Buch, Der kleine Buddha und das Glück.
Auf jeden Fall trifft er eine Bäckerin oder einen Bäcker. Und die Bäckerin ist ganz glücklich über ihre kleine Bäckerei und freut sich darüber und sitzt jeden Abend oder jeden Nachmittag, oh mein Gott, die Geschichte ist einfach so wirr gerade, immer auf der Bank vor der Bäckerei und freut sich einfach über das Leben. Und dann kommt ein Geschäftsmann, der ihr Tipps geben möchte und behauptet oder ihr vorschlägt, wenn du eine weitere Bäckerei aufmachst, kannst du noch mehr Geld verdienen und da kannst du dich noch weiter expandieren und eine gute Firma errichten und sowas alles und macht ihr den richtigen Businessplan, gibt ihr die ganzen Tipps und so. Und dann sagt die Bäckerin, okay, und wenn ich das jetzt habe, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, was habe ich denn davon? Und dann sagt der Geschäftsmann, wenn du das alles erreicht hast, dann hast du die Ressourcen, das Geld, die Zeit, dich auf die Bank am Abend zu setzen und glücklich zu sein. Und das fand ich, es war so eine witzige Realisierung, Anekdote, dass vielleicht das Ziel, was wir haben, auch anders erreicht werden kann. Das heißt, man muss vielleicht manchmal einfach seine Prioritäten irgendwie anders setzen oder bestimmte Dinge vernachlässigen, um trotzdem, ja, zum Ziel zu kommen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich gerade, was ich gesagt habe. Naja, eigentlich wollte ich auch gar nicht über das Thema jetzt so spezifisch reden. Ich wollte eigentlich nur mitteilen, dass es normal ist, mal eine Downphase zu haben, vielleicht mal nicht so produktiv zu sein, mal nicht so motiviert zu sein und auch wenn es vielleicht alle anderen bei Social Media, deinem Freundeskreis, anders gerade sind und es anders irgendwie teilen und dann ist es halt so. So what? Vielleicht ist es auch gerade irgendwie schwierig für dich, so ein bisschen das Ende einer Downphase zu sehen oder einer schwierigen Zeit, einer Stressphase oder so zu sehen. Aber was ich immer oder woran ich gerne immer denke, ist, nach jedem Winter kommt auch wieder ein Frühling und ein Sommer und ein Herbst. Und was mir letztens eine Person gesagt hat, für die ich sehr dankbar bin, ist auch, dass ich der Master meiner Gedanken bin. Ich kann immer über meine Gedanken bestimmen und ich kann sagen, ich möchte diese Gedanken jetzt nicht haben. Wenn man beispielsweise irgendwie destruktive Gedanken über sich selbst hat und irgendwie sagt, hey, ich habe diese Arbeit voll verhauen, ich bin schlecht, ich werde das niemals schaffen, ich kann meine Note niemals verbessern, dann kannst du immer noch sagen, das sind jetzt nicht meine Gedanken, ich kann auch aufhören, diese Gedanken zu haben und ich kann die Gedanken ändern. Und du bist sozusagen derjenige, der deine Gedanken in der Hand hat. Und sie arbeiten auch für dich und nicht gegen dich. Im besten Fall. Genau, das waren jetzt so ein paar Worte, die ich euch gesagt haben wollte. Ich hoffe, dass es vielleicht jemandem geholfen hat, dass ihr vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, mit einem stärkeren Mindset das Leben approacht oder dass euch zumindest vielleicht ein bisschen hilft, zu sehen, dass auch Leute wie ich, die ihr Leben auf Social Media teilen und irgendwie so, dass es manchmal rüberkommt, als wäre unser Leben perfekt, dass ihr jetzt wisst, das ist nicht so. Und auch wenn man das sagt, ist es manchmal schwierig, das zu realisieren. Deswegen sage ich das immer mal öfter. Ich habe ja auch schon letztes Jahr ein Video gemacht, wo ich auch über das Thema geredet habe. Und ich habe auch schon dieses Jahr ein Video gemacht mit irgendwie Study-Trends oder so. Und warum Study-Tube toxisch ist, teilweise. Ich versuche das einfach mal immer wieder zu sagen. Und ich versuche auch bei TikTok zum Beispiel immer so realitätsnahe Sachen zu posten. Ja, das waren so ein paar Worte, die ich loswerden wollte. Und ich hoffe, dass wir uns da nächste Woche wieder auf meinem Kanal sehen. Ansonsten natürlich auch sehr gerne bei TikTok und bei Instagram, wo ich regelmäßig auch poste. Da heiße ich bei beiden Kanälen Lara Emily Official. Und ansonsten schreibt sehr gerne einen Kommentar, shared, teilt gerne eure Gedanken dazu. Und ja, vielleicht können wir uns gegenseitig wieder so ein bisschen supporten. Das wäre super cool. Und dann hoffentlich bis sehr bald wieder, bis nächste Woche, wenn ich anfange, hoffentlich motivierten Neujahrs-Content, Reflexions-Content zu teilen. Ich werde das machen, weil ich werde das trotzdem machen und ich freue mich darauf auch trotzdem schon. Und ja, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann, Leute. Tschüss.